Ja, lieber Herr Kuhlmann, liebe Frau Haverkamp, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben ja mit der Energiewende ein langfristiges Ziel, das der Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaft schon sehr nahe kommt. Wir wollen in den nächsten 35 Jahren bis 2050 unsere Treibhausgasemissionen um 80 bis 95% reduziert haben. Und dies ist ein Ansatz, der natürlich nur funktioniert, wenn wir alle Sektoren betrachten, den Stromsektor, der heute noch für die größte Emissionsmenge verantwortlich ist, den Wärme- und den Kältesektor, den Bereich der Mobilität und natürlich auch die Landwirtschaft. Und die Strategie in diesen einzelnen Sektoren ist eigentlich immer dieselbe, nämlich erste Priorität Energieeffizienz. Und die Kilowattstunden, die wir nicht einsparen können durch Steigerung der Effizienz, die sollen wir möglichst durch erneuerbare Energien produzieren. Nun ist der Einsatz von erneuerbaren Energien in diesen unterschiedlichen Sektoren auch nur sehr unterschiedlich möglich. In dem Bereich Wärme und Kälte, in dem Bereich Mobilität und auch Landwirtschaft geht das nicht immer, ist auch nicht immer effizient. Und deshalb kommt dem Stromsektor in Zukunft eine Schlüsselstellung zu, weil es dort einfacher ist, auf erneuerbare Energien umzusteigen. Sektorkopplung nennen wir das. Das heißt, im Ergebnis geht es darum, den Einsatz fossiler Energieträger in den unterschiedlichen Bereichen Schritt für Schritt zurückzudrängen und zu substituieren durch Effizienz und durch erneuerbare Energien. Deutschland hat, ich glaube, das können wir mit einem Stolz sagen, bei vielen Effizienztechnologien eine Vorreiterrolle, auch ganz sicherlich in dem Bereich der erneuerbaren Energien und auch zunehmend bei den Systemfragen, weil die stehen am Ende im Mittelpunkt, weil wir natürlich sehen werden, dass sich Systemkosten am Ende übersetzen in Energiepreise. Und wir wollen ja, dass aus dieser Energiewende nicht nur eine ökologische Erfolgsgeschichte wird, sondern vor allen Dingen auch eine ökonomische Erfolgsgeschichte, weil das Voraussetzung dafür ist, dass uns andere folgen werden. Denn richtig ist, am Ende geht natürlich nur Klimaschutz global. Und wir müssen uns da über die Größe der Herausforderung klar werden. Herr Kuhlmann hat gerade darauf hingewiesen, in 14 Tagen beginnt die Klimakonferenz in Paris. Das übergreifende Ziel ist, zu erreichen, dass wir den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf +2 Grad begrenzen. Wenn wir das Ziel erreichen wollen, dann haben wir noch ziemlich genau 1.000 Gigawattonnen an CO2, das wir verbrennen können. 1.000 Gigawatt. Wenn wir so weitermachen wie bisher, wird dieses Budget in 25 bis 30 Jahren aufgebraucht werden. Deshalb muss es jetzt eine entsprechende Reduktion geben. Auf der anderen Seite stehen diesen 1.000 Gigawatt an CO2, die wir uns noch leisten können als CO2-Budget, 15.000 Gigawatt CO2 an bekannten und vermuteten fossilen Ressourcen auf diesem Planeten gegenüber. Also wir haben noch Ressourcen und Reserven von 15.000 Gigawatt von Braunkohle, Kohle, Erdöl, Erdgas. Und von diesen 15.000 müssen 14.000 im Boden bleiben, sonst werden wir das 2-Grad-Ziel nicht erreichen. Ich bin durchaus der Auffassung, dass das trotzdem machbar ist. Das wird am Ende logischerweise nur global gehen. Aber wir können als Bundesrepublik Deutschland zeigen, dass es möglich ist, mit entsprechenden Maßnahmen in einem hochindustrialisierten Land durch Energieeffizienz und Erneuerbare auf fossile Energieträger zu verzichten, gleichzeitig Versorgungssicherheit zu erhalten und gleichzeitig auch dafür zu sorgen, dass Preise wettbewerbsfähig bleiben, damit Wertschöpfung und Arbeitsplätze nicht das Land verlassen.
Meine Damen und Herren, mit dieser Einordnung ist die zentrale Rolle der Energieeffizienz beschrieben. Wir stehen damit vor dem nächsten grundlegenden Transformationsprozess. Energieerzeugung und Vertrieb werden ersetzt durch Energiedienstleistungen und Effizienzlösungen. Dies bietet neue Chancen, wird aber auch tiefgreifende Veränderungen der Energiemärkte zur Folge haben. Schließlich korrespondiert das Klimaziel des Energiekonzepts mit der Vorgabe, den Primärenergieverbrauch bis 2050 zu halbieren. Wir haben auf diesem Weg bereits beachtliche Erfolge erzielt. Wirtschaftsentwicklung und Energieverbrauch sind entkoppelt. Die Amerikaner würden das Happy Divorce nennen. In Deutschland hat sich der Primärenergieverbrauch seit 2008 um 8,7% verringert. Allerdings sind für 2015 vor allem wegen des kälteren Winters am Anfang dieses Jahres wieder steigende Verbräuche plus 2% zu erwarten. Der Trend zum Energiesparen muss deshalb verstetigt und verstärkt werden. Dabei können wir auf einen im europäischen Vergleich weit entwickelten Markt für Energieeffizienzdienstleistungen zurückgreifen. Effizienzlösungen spielen für immer mehr Energieversorger, Hersteller, Berater und das Handwerk eine immer wichtigere Rolle. Nicht zuletzt zeigt dies auch das große Interesse am heutigen Dehner Energieeffizienzkongress. Von allein werden die nach wie vor großen Effizienzpotenziale in Deutschland aber natürlich nicht genutzt werden. Die Bundesregierung hat daher mit dem Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz, dem NAPE, ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Stärkung der Energieeffizienz beschlossen. Die zentralen Zielsetzungen des NAPE sind: erstens, den Energieverbrauch im Gebäudebereich weiter zu senken, zweitens, neue Geschäftsmodelle zum Energiesparen zu etablieren und den Markt für Energiedienstleistungen weiterzuentwickeln, zum Beispiel durch das neue Ausschreibungsmodell und den Ausbau von Contracting-Bürgschaften. Und drittens, die Eigenverantwortung der Energieverbraucher zu stärken, unter anderem durch neue Beratungsangebote und die Initiative Energieeffizienz-Netzwerke. Lassen Sie mich an dieser Stelle nur 4 Meilensteine für die Umsetzung der insgesamt 20 Sofortmaßnahmen des NAPE nennen. Das CO2-Gebäudesanierungsprogramm wurde auf 2 Milliarden Euro pro Jahr aufgestockt und die Förderanreize durch eine Anhebung der Fördersätze verstärkt. Wir haben zudem mit neuen Anwendungsbereichen, wie zum Beispiel dem gewerblichen Nichtwohnungsgebäude, weitere Bereiche eingeschlossen. Als Alternative zur steuerlichen Förderung von der energetischen Gebäudesanierung bringen wir ein neues Anreizprogramm Energieeffizienz auf den Weg, für das jährlich 165 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Gefördert wird unter anderem die Markteinführung von Brennstoffzellenheizungen wie auch der Austausch ineffizienter Heizungsanlagen. Das wettbewerbliche Ausschreibungsmodell werden wir nach der notwendigen Klärung des haushaltsrechtlichen Rahmens im kommenden Jahr starten. Wir setzen darauf, mit diesem Programm neue, innovative Marktlösungen anzureizen. Die gemeinsame Initiative mit der Wirtschaft zur Einführung von bis zu 500 Energieeffizienznetzwerken bis 2020 soll dazu beitragen, eine Kultur der Energieeffizienz in den Unternehmen zu verankern. Die Strukturen für die Umsetzung der Initiative haben wir in 2015 geschaffen. Seit dem Start der Initiative sind rund 25 neue Netzwerke gegründet worden. Das ist ein guter Beginn, aber klar ist auch, jetzt benötigen wir deutlich mehr Dynamik bei der Netzwerkgründung. Und dies wird im nächsten Jahr eine zentrale Aufgabe für alle Akteure der Initiative sein. Vor der Sommerpause haben wir intensiv diskutiert, wie die Klimalücke von 22 Millionen Tonnen CO2 bis 2020 geschlossen werden kann.
Der Koalitionsausschuss hat dazu am 1. Juli 2015 beschlossen, auch neue, den NAPE ergänzende Energieeffizienzmaßnahmen einzuführen. Die Einführung dieser Maßnahmen bereiten wir derzeit parallel zur NAPE-Umsetzung vor. Der Schwerpunkt der Programme des BMW wird in den folgenden zwei Bereichen liegen. Erstens Austausch von hocheffizienten Pumpen in Gebäuden und neue Angebote zur Heizungsoptimierung und Energieeffizienz in Industrie und Gewerbe, insbesondere Abwärmenutzung. Und zweitens, schließlich werden wir mit einer Kommunikationsstrategie im nächsten Jahr Chancen und Bedeutung des Energiesparens noch gezielter an alle Energieverbraucher herantragen. Dadurch stärken wir das Bewusstsein, die Akzeptanz und die Motivation für Energieeffizienz in der Gesellschaft. Meine Damen und Herren, mit dem NAPE hatte die Bundesregierung auch angekündigt, eine langfristig angelegte Strategie für den Gebäudebereich zu erarbeiten. Hierzu wird das Bundeskabinett übermorgen die Energieeffizienzstrategie Gebäude beschließen. Sie zeigt auf, wie bis 2050 ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand erreicht werden kann. Dies definieren wir als Einsparungen von 80% des nicht erneuerbaren Primärenergiebedarfs. Die Strategie stellt dazu einen Zielkorridor dar, der auf einer sinnvollen Kombination aus der Verringerung des Energiebedarfs und der Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren Energien beruht. Die Energieeffizienzstrategie bündelt zugleich wichtige Maßnahmen, die wir in der laufenden Legislaturperiode umsetzen. Dies umfasst unter anderem die Einführung gebäudeindividueller Sanierungsfahrpläne für Wohngebäude. Ebenso steht im nächsten Jahr die Novelle der Energieeinsparverordnung auf der Agenda. Ziel ist, den Niedrigstenergie-Gebäudebestand festzulegen und die Ergebnisse des Abgleichs der ENV-Anforderungssystematik mit den Anforderungen des EE-Wärmegesetzes umzusetzen. Zur Energieeffizienzstrategie Gebäude werden wir einen weiterführenden Diskussionsprozess in der Energiewende-Plattform Gebäude einleiten, in der die Verbände, die Vertreter der betroffenen Ressorts, der Länder und der Wissenschaft ja bekanntlich vertreten sind. Dabei wird es unter anderem um die Frage der künftigen Instrumentierung im Gebäudebereich gehen. Spätestens, meine Damen und Herren, mit dem NAPE haben wir den schlafenden Riesen Energieeffizienz geweckt. Die Umsetzung der zahlreichen neuen Programme steht daher zurzeit für unser Haus im Vordergrund. Gleichzeitig ist uns jedoch bewusst, auch dies ist natürlich erst der Anfang. Mittel- und langfristig stellen sich neue Fragen, für die wir Antworten entwickeln müssen. Daher bereiten wir einen weiterführenden Dialogprozess vor. Ziel ist es, neue Herausforderungen frühzeitig zu identifizieren und mit den betroffenen Akteuren, also mit Ihnen, relevante Handlungsoptionen zu erörtern. Ein solches zukunftsweisendes Handlungsfeld ist die von mir gerade bereits angesprochene Sektorkopplung. Wir müssen den Strom- und den Wärmemarkt in der Zukunft stärker integrieren. Die Erzeugung von Wärme durch erneuerbaren Strom, diese Erzeugung wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. Dabei ist es auch essentiell, dass Sektorkopplung effizient gedacht wird. Wir müssen uns dabei mit folgenden zentralen Fragen auseinandersetzen. Wie soll das Zusammenspiel von Erneuerbaren und Effizienz funktionieren? Welche neuen Technologien tragen am besten zur Verringerung des Energieverbrauchs und zur Integration der Erneuerbaren bei? Und schließlich, wie können wir den Wert von systemdienlichen Energieeinsparungen, etwa im Hinblick auf den verringerten Bedarf an Erzeugungskapazitäten und Netzen, valide erfassen und mögliche Kostenvorteile gezielt nutzen? Eine weitere drängende Herausforderung ist die Nutzbarmachung der Digitalisierung für die Ziele der Energiewende. So müssen wir
die durch moderne IKT geschaffenen technischen Voraussetzungen für Energieeffizienzlösungen gezielt erschließen. Daher ist auch das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende, das das Kabinett vor 2 bzw. 3 Wochen beschlossen hat, ein wichtiger erster Schritt zu einem effizienteren Management des Energieverbrauchs. Und schließlich wollen wir uns ergebnisoffen mit der Frage auseinandersetzen, wie wir das bestehende Instrumentarium der Effizienzpolitik mittel- und langfristig weiterentwickeln, damit die ambitionierten Effizienzziele des Energiekonzeptes erreicht werden können. Meine Damen und Herren, Sie sehen, es gibt in der Tat noch sehr viel Gesprächsbedarf. Der Austausch von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ist für die Gestaltung der Zukunft der Energiewende essentiell. Ich freue mich daher sehr, dass wir dies auch hier und heute tun. Der Dehner Energieeffizienzkongress ist hierfür eine geradezu ideale Plattform. Und ich begrüße, dass Energieeffizienz auch in Zukunft ein zentrales Thema auf der Agenda der Dehner bleiben wird. Die Dehner wird weiterhin die Rolle des Kommunikators und des Bindeglieds zwischen Regierung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft einnehmen. Dieses Engagement der Dehner ist auch für die zukünftige Ausgestaltung der Energiewende, da bin ich fest von überzeugt, sehr wichtig, genauso wie der aktive Einsatz aller Akteure des Energiemarktes für eine konsequente Effizienzstrategie. In diesem Sinne wünsche ich dem Kongress viel Erfolg und interessante Gespräche und kluge Schlussfolgerungen. Vielen Dank. Ja, haben wir Zeit für 2 Fragen? Ja, gerne. Ja. So, Staatssekretär Barke hat nicht sehr viel Zeit, kann an unserem Podium auch gleich nicht teilnehmen. Ich gebe ihm mal das Mikrofon, aber Zeit für 2 Fragen ist noch. Gerne. Sie haben auf den kommenden Klimagipfel hingewiesen. Wie steht Deutschland denn jetzt da, gerade beim Thema Energieeffizienz? In Paris sind wir Vorreiter oder döst der Riese noch ein bisschen? Naja, dass wir sehr viel Handlungsbedarf haben, das haben wir ja im letzten Jahr schon festgestellt, als wir die Energiewendeziele überprüft haben und haben gemerkt, dass wir in einigen Bereichen sehr gut vorankommen, in anderen, da müssen wir noch nachlegen. Das sind vor allem die beiden Bereiche Erfüllung der nationalen Klimaziele. International stehen wir auch da nicht schlecht da. Es gibt wenige Länder, die ihre Treibhausgase so reduziert haben wie Deutschland. Aber auch beim Thema Energieeffizienz, wenn wir das messen an unseren eigenen Zielen, haben wir Nachholbedarf. Und was war die Grundlage für die Verabschiedung des NAPE, des Nationalen Aktionsprogramms? Und genau das wollen wir jetzt umsetzen. Und wenn ich das jetzt mal international vergleiche, dann kann ich nur sagen, wir sind bei den Effizienztechnologien sicherlich einer der auch Weltmarktführer, aber andere holen auf. Am Mittwoch wird in Paris die IEA internationale Konferenz stattfinden. Auch da wird das Thema Energieeffizienz wieder im Vordergrund stehen. Also es passiert ja sehr viel und das ist auch dringend erforderlich, weil nur mit dem Umstieg auf Erneuerbare schaffen wir die Klima- und Energiewendeziele nicht. Wir haben viele Vertreter aus Industrie, Wirtschaft, Handwerk hier. Was wünschen Sie sich von denen? Welche Chancen haben die am Standort Deutschland durch Energieeffizienz? Naja, also da haben wir ja jetzt ein breites Angebot an verschiedenen Programmen und es geht jetzt vor allen Dingen um die Umsetzung. Und ich sag mal, ich bin manchmal auch selber ein bisschen frustriert, wie lange es dauert, bis wir Erkenntnisse, die wir eigentlich schon vor Jahren gewonnen haben, in die Tat umsetzen. Also ich war Staatssekretär in Hessen Anfang der 90er Jahre. Da haben wir damals in Darmstadt, ich glaube 91 war das erste Passivhaus gebaut. Seitdem wissen wir, wie man Häuser bauen kann, die eigentlich gar keine Heizung mehr brauchen. Das ist jetzt schon ziemlich lange her und um das zu machen, da brauchen wir Bauherren, die diese Art von Gebäude nachfragen. Da brauchen wir Architekten, die diese Herausforderung annehmen. Da brauchen wir Ingenieure, Handwerker, die auch den hohen Standard, den solche Gebäude erfordern, dann auch umsetzen. Also da müssen wir, glaube ich, alle noch kräftig dran arbeiten. Und jetzt mit der Gebäudestrategie, glaube ich, zeigen wir da die Richtung auf. Und ich wünsche mir eine engagierte Mitwirkung von allen Beteiligten, weil das ist nun mal ein großes Gemeinschaftsprojekt. Alleine kann diese Energiewende niemand stemmen. Es geht um die Umsetzung, da werden wir jetzt drüber diskutieren. Ja, klatschen Sie ruhig. Danke Ihnen sehr, dass Sie eine Grundlage gegeben haben für unsere Podiumsdiskussion, Herr Staatssekretär. Ja.
Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag noch.